Zurück. Das schwarze Brettgebiet. So, was haben wir denn hier? Oh Gott, nee, das mag ich nicht. Ja, no. Guten Tag. Ignorierst du mich? Ignoriert mich. Arschloch, liebe Menschen, weise Älteste warten oben. Ich habe wichtige Geschichte für euch. Sie haben wichtige. So, jetzt halt oben. Oh nein, nein, nein. Und nicht vergessen, es gibt keine Fehler, nur kleine glückliche Missgeschicke. Wie war? Wait a minute. Den Spruch kenne ich irgendwoher. Weiß aber gar nicht. Naja, egal. Liebe Menschen, ich bin Älteste vom Bakigum. Ihr habt meinen Dank für Besuch unseres kleinen, bescheidenen Stadt von Schatt. Für viele Jahre Mensch und Schatt gearbeitet zusammen. Wir gehandelt, wir geteilt, wir gekämpft zusammen. Darum heute Bakigum ist Stadt von Schatt und Mensch. Wir wissen, dass Mensch wollen lernen über Ahnen. Ahnen sind Vorfahren von uns Schatt, trotzdem wir noch wissen wenig. Aber wir wollen helfen Mensch. Bakigum ist Heimat von mystischer Statue. Statue hält Schlüssel für Fajiro Tempel? Wichtiger Ort für Sika Mensch. Aber Statue nur reagiert, wenn Mensch hält glänzende Kugel. Wir haben glänzende Kugel und werden geben an Mensch. Aber wir haben eine Bitte. Im Ostteil von Maronental, ihr findet majestätische Maronenbaum. Maronenbaum sehr wichtig für Schatt, aber befallen von Sandwürmern von Pfad. Wir fragen Menschen zu beseitigen lästige Sandwürmer in Höhle unter einem Maronenbaum. Wir werden geben glänzende Kugel für beseitigten Sandwürmer. Menschen helfen Schatt, Schatt werden helfen Mensch. Ist ein Handel. Bitte sprecht mich an, um zu akzeptieren Aufgabe. Im Namen von allen Schatt, danke für eure Zuhörer. Wir müssen also den Baum retten. Klingt nach einer Pflichtquest. Lass sie uns annehmen. Yeezys. Mensch, bist du bereit zu helfen uns in Austausch für glänzende Kugeln? Yes. Du hast unser tiefstes Dank. Bitte nimm diese Pass. Nötig, um zu betreten Höhle unter Maronenbaum. Viel Glück. Hey Lea, ich will mir mal die Stadt vom Balkon aussehen. Ansehen. Oh, ich mag diesen Ort. Alles ist so hell und farbenfroh. Lea? Ich geb dir doch nicht auf die Nerven, no? Weißt du, ich weiß, dass ich viel rede. Und du bist die meiste Zeit über sehr ruhig, nur am Zuhören. Ich hoffe, dass ich dich mit meinen Geplapperen nicht irgendwie nerve. Oh no. Wirklich nicht? Das ist okay für dich? Das freut mich. Für mich ist es übrigens total in Ordnung, dass du so ruhig bist. Du erinnerst mich sogar an einen alten Freund von mir. Trotzdem, ich würde gerne mehr über dich erfahren. Wenn dir also eines Tages daran ritt, erzähl mir bitte mehr über dich. Tja, ich glaube, ich sollte mich jetzt mal besser ausloggen. Naja, ich muss doch für morgen noch meine Gruppenaufgaben erledigen. Tut mir leid, aber heute kann ich leider nicht die Nacht durchzocken. Und nochmal merci, dass du mit mir spielst und fürs Zuhören heute. Das hat mir wirklich gut getan. Keine Sorge, ich beeile mich mit meiner Arbeit. Ich bin nur Komma nix wieder da. Und vergiss nicht unsere Rennen mit Fajiro-Tempel. Au revoir. Lockout. Warum? Wie? Wie? Warum? Lea, ist alles in Ordnung? Warum? Ich verstehe nicht. Wie? Lea, es tut mir leid, ich kann nicht... Warum? Okay, ich vermute, du fragst dich, wie dein richtiges Leben aussieht, korrekt? Ich habe befürchtet, dass du früher oder später danach fragen würdest. Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Warum? Du lässt mir keine Wahl. Also gut, Lea. Bitte versprich mir, dass du ruhig bleibst. Lea, dein echtes Selbst liegt momentan im Koma. Du hättest
nun schon seit einigen Monaten an ein Schädeltrauma. Aus unerklärlichen Gründen hast du dein Bewusstsein innerhalb von Crosswords wiedererlangt. Deshalb spielen wir dieses Spiel, Lea. Wir hoffen, dass du wieder erwachst, wenn wir deine Erinnerung in diesem Spiel wiederfinden. Lea, bitte beruhige dich. Wir haben immer noch alles unter Kontrolle, okay? Dein Zustand ist ernst, aber es ist kein Wettlauf gegen die Zeit. Wir müssen einfach alles versuchen, was in unserer Macht steht, um auf das Beste hoffen, okay? Es tut mir leid, dass ich dir das alles nicht schon früher erzählt habe. Es ist bloß, ich wusste, dass es schwer werden würde. Lea, ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie du dich jetzt fühlen musst. Alles, was ich dir sagen kann, ist, dass es Hoffnung gibt, wenn wir weiter Crosswords spielen. Also, lass uns nicht aufgeben, in Ordnung? Trotzdem brauchst du jetzt wahrscheinlich erstmal einmal Zeit, das Ganze zu verarbeiten. Sollen wir für heute Schluss machen? Gut, Lea, dann bis morgen. Okay. Vielleicht habe ich es übertrieben. Manchmal wünscht man sich, man könnte einfach in dieser Welt bleiben. Diese Welt ergab sie mir, sie so zu gestalten, wie ich will. Davon habe ich mein ganzes Leben geträumt. Warum kommen dir jetzt also all diese Zweifel? Die Dinge laufen doch gut bis jetzt, oder nicht? Beruhig dich bitte. Es ist kein Wettlauf gegen die Zeit, Lea. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie du dich jetzt fühlen musst. So treffen wir uns also endlich. Das muss sich komisch anfühlen, mich so zu sehen. Deshalb haben sie mir gesagt, ich soll mich von dir fernhalten. Aber das ist mir jetzt egal. Weil ich will, dass du es auch fühlst. Diese Hölle, durch die wir gehen. Alles nur wegen dir. Guten Morgen, Lea. Alles in Ordnung? Du siehst verängstigt aus. Hattest du einen Albtraum? Das ist bedauerlich. Ich meine, grundsätzlich ist es gut, dass du diese Träume hast. Immerhin sind sie der Schlüssel zur Heilung deiner Amnesie. Aber sie konfrontieren dich natürlich auch mit den Dingen, an die du dich nicht erinnern möchtest. Ich nehme an, dass du dich noch nicht an konkrete Menschen oder Orte erinnerst. Habe ich recht? In Ordnung, wir müssen der Sache einfach genug Zeit geben. Jedenfalls habe ich mir gedacht, dass wir heute etwas Gesellschaft gut tun könnten. Dass sie heute, nach all dem, was ich dir gestern erzählt habe. Deshalb habe ich mir vorgenommen, auf Emily zu warten, aber sie scheint momentan recht beschäftigt zu sein. Dann habe ich aber gesehen, dass dieser Hexacast-Spieler online gekommen ist, der dich gestern kontaktiert hat. Erinnerst du dich? Warum rufst du nicht einfach an? Hi. Oh, guten Morgen, Lea. Wie geht es dir? Ah, Mist. Ganz vergessen. Ich hoffe, es geht dir gut. Also, sollen wir heute eine Party bilden? Okay. Wäre es, wenn wir uns am Wegpunkt Westeingang nördlich von Bakikum treffen? Alles klar, ich bin gleich da. Okay. Westlich. Wait. Oh, hallo. Was bist du? Hi. Ah, Sika, seid mir gegrüßt. Sehr geehrt vom Besuch von Held. Viel gutes Wissen können wir lernen durch Kommunikation. Ich wage verkünden mit großer Überzeugung. Aber wie Menschen sagen, Zeit ist wichtige Zutat für den frühen Vogel. Vom Sprichwort zu Ehren, lasst das Hauptproblem schnell beseitigen. Lieferung mit wichtiger Inhalt schon lange erwartet aus Bergen. Immer noch nicht hier.
Inhalt sehr wertvoll und wichtig. Wüste gefährlich. Wüste gefährlich. Mensch, verstehen? Ausgezeichnet. Also du, starker Sieger, finden Lieferungen und Hilfe zu bekommen, dann kriegen Belohnung. Ja, bitte. Shuttle-Transport entlang der Hauptroute von Marontal. Das ist gute Entscheidung, kluger Mensch. Reichtum erwarten uns beide. Suche Lieferung auf Hauptstraßen zwischen Bergen und Bakigum. Beide bewacht von zwei Angestellten von Baki Bazar, wenn nicht von hungrigen Wüstentieren verschlungen. Mein Leben beschweren über Verspätung, dann helfen zu liefern. Wenn aufgegessen, Schande, aber Geschäft geht vor. Zurückkommen für schlechtere Plan B. Ach, Scheiße. Well? Der Hauptroute. Was ist denn Hauptroute? Hi, ich komme später wieder. Da bist du ja. Hallo. Hi. Endlich lernen wir uns mal kennen. Ich habe mich ja schon vorgestellt, richtig? Ja, ich weiß. Zitronen klingt ein bisschen merkwürdig. Du kannst mich auch gerne Toby nennen, wenn du möchtest. Oder Tronny? So nennen mich die anderen Gildenmitglieder. Wie? Ne? Ah, Mist, schon wieder vergessen. Du kannst ja nicht sprechen. Tut mir wirklich leid, aber manchen habe ich etwas. Bin ich etwas, einfach etwas verpeilt. So. So wie ich. Ist Emily nicht bei dir? Schade, wir kennen uns nämlich auch noch nicht. Also jetzt, wo wir beide schon mal hier sind, hast du diese Maronenbaumquest schon erledigt? Ich auch noch nicht. Also, wär's, wenn wir sie zusammen erledigen? Was meinst du? Okidoki, dann mal los. Ich meine, wir müssen natürlich nichts überstürzen. Wir können auch erst einmal ein paar andere Quests erledigen oder einfach nur die Umgebung erkunden, was die Liebe ist. So, die Hauptroute entlang. Du bist Route, du bist immer noch Route. Du bist immer noch Route. Guten Tag, großer Hintern. Großer Dreieck im Hintergrund. Ach, geh weg. Guten Tag. Immer noch Hauptroute? Sieht immer noch wie Hauptroute aus. Gut. Wie soll denn hier eine Lieferung rüber? Einfach folgen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ah. Ja, ist doch klar. Fuck you. Leave me alone, asshole. Ah, da. Hi. Ah, bitte nicht essen. Ungenießbar, Schat. Du Dummi. Öffne Auge, kein Monster. Sei ein Mensch. Oh ja, Stimmen. So viel Gefahr hier. Nicht gut für Schattennerven. Ignoriere Riesenbaby. Ist Mensch hier zu helfen? Das könnte Hilfe bra Uns könnte Hilfe brauchen. Wegen großem Problem. Bazarbus sich selbst geschickt, so großzügig, er denkt an uns Mitarbeiter, uns Arbeiter. Er denkt an Fracht, denken mir, egal, Hilfe sei Hilfe. Sieger, schau Transportplattform hinter uns. Es toll, Menschentechnologie ist, hilft uns Kiste zu bewegen, aber nun kaputt. Ja, Schild noch geht, also kein Monster essen Ladung, aber Pflegedings nicht mehr geht. Heißt, wir verstecken wie Fels und brauchen Material um reparieren, wie veredeltes Metall aus Stadt und Dürrholz und belebtes Wasser. Beide in Wüste findbar. Wenn hauen Pflanzen. Ja, aber verschiedene Pflanzen nicht vergessen. Das seien alles. Menschen verstehen und bringen Material. Gut zu wissen. Bitte beeilen und helfen uns bewegen. Ja, wir warten und bewachen Kisten. Versuchen uns nicht aufessen lassen. I'm done. What do you need? Veredeltes Metall. Das habe ich ja anscheinend schon mal. Nicht ver. Obwohl doch eher Verbrauch, oder? Kann man das irgendwie nach ABC sortieren? Name. Vanilleeis? Okay. Hier?
Da. Wo habe ich dich denn her? Okay, let's go to the city. Hui, hui. Yes. So. Bei wem kriege ich denn jetzt veredeltes Metall? Du bist Waffe? Du bist Waffe. Du.